Sehr schön. Schönen guten Abend, ihr Lieben. Wir gehen heute auf Sendung, Jeet und ich, mit dem Thema das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wie schöpfen wir zusammen die neue Zeit? Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, es geht um dieses Thema Ursache und Wirkung. Sehr wichtig, dass wir dieses Gesetz kennenlernen. Es ist ähnlich wie die Straßenverkehrsordnung. Wenn du Auto fahren willst, brauchst du die Gesetze der Straßenverkehrsordnung, um dich zurechtzufinden. Wenn du die nicht kennst, dann wird es definitiv, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, ein oder mehrere Unfälle geben. Und so ist es auch in unserem täglichen Leben, wenn wir die Gesetze, die universellen Gesetze nicht beachten oder sie gar nicht kennen. Sie werden ja leider nicht in der Schule gelehrt oder irgendwo anders. Deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Was ist dieses Gesetz von Ursache und Wirkung? Das ist auch das Gesetz des Karma. In Indien wird es halt so genannt. Das Gesetz der Handlung. Also alles, was ich tue, dazu gehören auch meine Gedanken, erschaffen eine Wirkung. Jede Ursache, die ich setze, erschafft eine Wirkung. Und da das Leben ewig ist, bin ich jetzt auch mit dem konfrontiert, was aus meiner Vergangenheit gekommen ist oder was auch das Kollektiv in der Vergangenheit erschaffen hat. Damit werden wir jetzt konfrontiert und wir setzen aber eine neue Ursache für eine neue Zukunft. Dafür habe ich so ein kleines Bildchen gemacht, Jeet. Ja. Das ist nämlich wichtig, das genau zu verstehen, wie das funktioniert. Also wir leben jetzt in der Realität, in der Gegenwart und sind mit bestimmten Tatsachen konfrontiert, wie Klimakatastrophen zum Beispiel momentan oder wie mit den Corona-Gegebenheiten. Und das ist die Wirkung der Vergangenheit. Also ich erfahre in jedem Moment meines Lebens die Resultate, das Karma meiner Vergangenheit. Und setze in jedem Moment eine neue Ursache, also erschaffe in jedem Moment meines Lebens unweigerlich meine Zukunft. Und das ist genau die Schwierigkeit daran, das sind die Glaubensmuster, die wir jederzeit erfahren, aus unserer Vergangenheit und aus der kollektiven Vergangenheit erfahren wir, was in der Vergangenheit erschaffen worden ist. Und es ist dann im Grunde genommen ganz normal, in diesem Trott zu bleiben und weiterhin genauso zu leben, wie man immer gelebt hat. Das ist jetzt die große Chance an dieser Corona-Krise auch, dass wir das gespiegelt bekommen, was in der Vergangenheit geschehen ist und jetzt neue Ursachen setzen können, neue Schöpfungen erschaffen. Am Beispiel kann man das klar machen, zum Beispiel, wenn wir in einem dunklen Raum sitzen, das haben wir in der Vergangenheit verursacht, dass der Raum dunkel ist. Und jetzt können wir da verharren und sagen, oh, wie schlimm das ist, dass es hier dunkel ist. Oder wir können einfach das Licht anmachen, eine neue Ursache setzen. Dann erschaffen wir eine neue Zukunft und auch eine neue Gegenwart, in dem Moment, wo wir das Licht anschalten. Oder wir schauen in den Spiegel, wir haben aufgrund der Vergangenheit vielleicht eine schlechte Stimmung, haben Ängste, haben, was weiß ich, Sorgen, schauen in den Spiegel morgens oder wann auch immer und sehen, oha, wie sehe ich denn aus? Ich bin traurig, mir geht es nicht gut. Mit einem Lächeln verändert sich das Spiegelbild. Das ist genau wieder das Gleiche, die Realität, die wir dann in dem Moment erschaffen. Mit einem einzigen Lächeln wird der Spiegel auch lachen. Der Spiegel, der ist unparteiisch. Der ist
neutral. Und genauso ist auch dieses Gesetz von Ursache und Wirkung total neutral, unparteiisch, hat auch, sagt nicht, ich mag den einen und den anderen nicht, sondern bietet uns die Möglichkeit, selbst das zu erschaffen, was wir in unserem Leben erfahren möchten. Natürlich werden wir konfrontiert dabei mit der Vergangenheit. Die sollten wir deshalb aber nicht zu wichtig nehmen. Die Aufmerksamkeit immer auf die Schöpfung legen, immer auf die Ursache, die neue Ursache, die wir jetzt setzen. Das ist das, die Möglichkeit, die wir haben, in der jetzigen Zeit eine neue Zukunft zu erschaffen, eine neue Zeit zu erschaffen, eine neue Gesellschaft zu erschaffen. Und diese Möglichkeit hat jeder von uns. Wir sind diejenigen, auf die wir immer gewartet haben. Wir können auf den Trump warten oder auf irgendwelche Politiker oder wen auch immer, die irgendwie das Leben verändern. Aber wir können es auch selbst tun. Wir können die Verantwortung übernehmen und selbst genau diejenigen sein, auf die wir gewartet haben. Und das können wir natürlich auch wunderbar hier in der Gruppe machen. Jeet bietet immer wieder so schöne Themen an, wie das Thema Wertschätzung zum Beispiel. Das ist genau das, was ich eben mit dem Spiegel angedeutet habe. Man lächelt in den Spiegel und es kommt zurück. Genauso ist es mit der Wertschätzung. Wenn ich die Zeit wertschätze, dankbar bin oder jeden Menschen, wenn ich Jeet begegne und was Schönes an ihm erkenne. Die Wertschätzung. Ich muss gar nicht vollkommen in ihn verliebt sein, darum geht es gar nicht. Es geht um die Wertschätzung. Die Teile an ihm, die ich an ihm wertschätze, die erschaffen eine Ursache, wenn ich mich auf die konzentriere. Und genauso ist es ganz wichtig, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten in der jetzigen Zeit. Ob wir uns in Ängste, Sorgen und so weiter, ja, wie soll man sagen, verwickeln. Es ist wie ein Hamsterrad, dieses Gesetz. Aus der Vergangenheit ist es wie ein Hamsterrad, aus dem wir gar nicht mehr rauskommen. Wenn wir da drin bleiben, in diesen Energien, sind wir wie der Hamster, der immer wieder da sein Rad dreht. Oder wir schaffen neue Ursachen und gehen in eine neue Zukunft. Diese Möglichkeit ist in jedem Moment da. Und sowas versuchen wir auch zu Impulse zu setzen. Es gibt eine Sendereihe jetzt, die samstags immer stattfindet, die machen wir intern, das ist die Wertschätzung. Da laden wir euch auch herzlich ein, daran teilzunehmen. Man kann also dreimal teilnehmen, einfach das mal kennenlernen. Und das ist so interessant, was wir da erarbeiten. Denn in dem Moment, wo zum Beispiel ein Schmerz kommt, ich hatte letztes Mal einen Schmerz im Solarplexus, und in dem Moment, wo ich mich natürlich auf den Schmerz jetzt konzentriere, verstärkt er sich. In dem Moment, wo ich mich auf die Lösung konzentriere, was will mir dieses Thema sagen, der Solarplexus? Genau dieses Thema Wertschätzung, Liebe. Ich liebe euch alle. Schön, dass ihr da seid. Wenn ich diese Liebe reingebe in die Gesellschaft, ins Feld, dann löst sich dieses Thema, zum Beispiel mit dem Solarplexus. Und solche Themen erarbeiten wir samstags. Was zeigen uns Körpersymptome? Und wie können wir da Lösungen finden? Wie können wir eine neue Ursache setzen? Und das ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema in der jetzigen Zeit. Jeet, jetzt bist du dran. Jetzt habe ich so viel geredet. Ja, nee, das ist klar. Das macht einfach so, dass wir aufmerksam werden, jeden Tag einfach bewusst werden von das, was wir aussenden, ne? Von das, was wir entscheiden. Ne? Und auch wenn das mal so von manchen missverstanden werden kann, das Gesetz der Karma, es kann Belohnung oder Strafe sein, ich sehe das einfach auch nicht so. Ne? Und vielleicht, wenn jemand sagen mag, naja, ist ja alles Quatsch oder so, ne?
kann man es beweisen? Natürlich kann man es beweisen. Es ist kein Problem. Dafür gibt es die Genetik, ne, die das, oder die Epigenetik, die das dann möglich ist, einfach zu lesen. Ne? Und das heißt, wie funktioniert das? Wenn ich jetzt denke, irgendetwas Intellektuelles passiert nichts. Ne? Wenn ich aber dann Entscheidungen treffe in Bezug auf mein Potenzial, auf meine Aufgabe, dann oder etwas Schönes tue oder etwas nicht Schönes tue oder etwas Halbes tue, was geschieht dann? Ne? Vielleicht bringe ich ein Beispiel, was geschieht in dem Moment, wo wir sterben. Ne? Das hat nichts mit Religion zu tun oder Voreinstellung. Wenn man stirbt, alles, was wir gemacht haben, alle Informationen, wesentliche Informationen des Wesens, gehen auf anderen Menschen über, speichern die sich im Feld und natürlich in anderen Menschen, oft auch im Familiensystem. Ne? Das heißt, wenn ich einfach meine Gerechtigkeit nicht gelebt habe, weil ich Angst hatte, dann ist eine Kompetenz von Gerechtigkeit in meine DNA gespeichert oder halbe Arbeit und dann in dem Moment, wo ich sterbe, meine DNA wird an den Nachfahren gegeben und die müssen das einfach für mich erledigen. Ne? Und eben das vielleicht auch so, dass alles, was wir an Errungenschaften haben, ne? Viele denken, oh, ich habe was Tolles dieses Leben geleistet, ich bin jetzt großer Schauspieler oder ich habe das und das Musiker oder so bekommen. Es ist uns nicht bewusst, dass vielleicht Tausende von Menschen das vor mir entwickelt haben und es mir vererbt haben. Es ist nicht eine Leistung von den Jetzt-Jit, sondern es ist eine Leistung von existenziell, was in der Genetik, Epigenetik einfach klar erkennbar ist. Ne? Und auch wenn man denken mag, ja, ich habe es jetzt gut oder so, aber die Dankbarkeit für alles, was von anderen entwickelt worden ist. Ne? Und wenn ich dann aber das nicht tue oder stecken bleibe oder in einen Lernprozess nicht richtig lerne, ja, dann nehme ich das natürlich mit. Also die DNA speichert das und wird das dann an den Nachfahren oder mir in eine andere Form auch weitergegeben. Ne? Und ich glaube schon, Wiedergeburt oder Nicht-Wiedergeburt, so mein Gefühl ist dann, wir werden nicht unbedingt als selbst wiedergeboren, ist ein bisschen mein Verdacht, sondern wir werden auch in unseren Nachfahren wiedergeboren oft. Weil ich erkenne oft, dass die Kinder und Kindeskinder in der Wirbelsäule diese Informationen tragen, oder diese DNA-Informationen tragen von der Vorfahren. Ne? Deswegen kann schon sein, dass wir als selbst wiedergeboren werden, aber ich habe da einen Zweifel, was auf jeden Fall wissenschaftlich ist, wenn man diese Wissenschaft, dass die Leistungen oder die Probleme oder die Dramen, die geschichtlich geschehen, gespeichert werden auf das Territorium, in Städte, auf Insel und dass die dann eben diese Ursachenwirkung von den Nachfahren gelöst werden soll oder als Dankbarkeit angenommen werden kann. Es gibt Städte, die sehr erfolgreich sind durch
dadurch, dass die Gründer einfach bestimmte Leistungen erbracht haben. Und ja, das ist einfach sehr spannend, das zu forschen. Und deswegen, dieses Thema ist ein wichtiges Thema. Und keinen Tag verpassen, ohne zu spüren, was habe ich heute kreiert, was habe ich heute transformiert. Nicht, weil es Arbeit ist, sondern weil es total so eine geile Perspektive ist, Schöpfer zu sein und Co-Schöpfer zu sein. Ne? Und mir gefällt das natürlich zusammen mit Klaus, mit anderen, dass wir das einfach regelmäßig machen und uns daran erinnern, auf diese Gesetze, und wir wenden das so, wie es in der Natur sowieso geschieht. Ne? Ich denke, das gilt auch Ursachenwirkung auch für die Pflanzen, für die Tiere, für die fürs Wasser, für Luft, dass das ein Gesetz ist. Also die Bewusstwerdung, danke Klaus, ja, öffnet uns ein bisschen eine Dimension des täglich Wachsein, täglich einfach auch spüren, was ich tue. Ne? Und da helfen wir uns. Wir haben im Moment um die 14 Forschungsprojekte, wo wir gemeinsam dies voneinander lernen. Auch eben auf Italienisch, auf Spanisch. Und wir können immer welche beginnen. Ne? Und eben in alle Kulturen gibt es dieses Gesetz. Und wenn manche denken, ja, das sind alte Gesetze oder alte Sachen, ja, Karma, das gehört der Vergangenheit vom Wegen. Ne? Schau einfach die Genetik an, schau deine Wirbelsäule an, da steht alles geschrieben. Und das kann man lesen, was du mitnimmst, was du noch erledigen kannst und so weiter. Und wenn man sagt, ist mir egal, dann kommen Schmerzen, dann kommen Probleme, dann geht die Firma kaputt oder. Ne? Und da bekommt man natürlich die Quittung, wenn man nicht bewusst ist. Ja, es gibt keine Zufälle. Also so viele Menschen denken, ach, der hat jetzt einen Lottogewinn gewonnen, da hat Glück, ich habe das Glück nicht. Oder auch jetzt in der Corona-Zeit, die Dunkelheit, die nervt mich so, oder die macht uns das Leben so schwer. Es ist alles kein Zufall. Wir haben das selbst gewählt, um jetzt in unsere Großartigkeit zu kommen. Wir haben jetzt die Zeit gewählt, diese Geburt, um genau dadurch zu lernen. Es ist kein Zufall. Wenn man eine blöde Partnerin hat oder was weiß ich, jemand anders irgendwie im Leben, mit dem kommt man nicht klar und denkt, dann sieht das immer im Außen alles. Dann ist es schwierig. Es hat mit einem selbst zu tun. Es ist kein Zufall. Die eigene Energie, die eigene Schwingung, die man verbreitet, das erschafft das Umfeld und das erschafft auch das Verhalten der anderen um einen herum. Und kollektiv gesehen ist das jetzt auch ein Karma der ganzen Menschheit, mit dem wir jetzt zu tun haben. Und daran können wir wachsen. Daran können wir genau jetzt unsere Großartigkeit erkennen und auch als Gesellschaft wachsen und eine wunderschöne Gesellschaftsform, eine neue Zeit erschaffen. Unsere Träume können wir jetzt, wir können unseren Traum leben, brauchen nicht mehr zu träumen, sondern unseren Traum leben und das umsetzen. Wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Und auch durch diese Sendung haben wir die Möglichkeit, uns zu verbinden. Das finde ich also großartig. Ja, eben, wenn ihr Fragen habt, gerne, sagt live, wir gehen manchmal einfach auch plötzlich live, und aber dann gibt es schon 2, 3, 4, 5.000 Klicke. Ihr könnt Fragen auch hinterher, weil wir lesen die Fragen und eventuell machen wir eine neue Sendung, ne, auch wenn deine Fragen, wir kommunizieren gerne, wir forschen gerne zusammen und jede Frage kann ein toller Impuls sein, ein genialer Impuls sein. Also das Interaktiv ist im Moment
wo die sozialen Medien so zerstört werden oder missbraucht werden. Und eben dieses interaktives Kommunizieren, auch mit Gefühle, ist unsere Stärke, ist einfach unsere Möglichkeit. Ne? Und eben auch, wenn man denkt, naja, mir ist egal, ich mache jetzt, was ich will, mich interessiert das Ganze nicht, ja, okay, klar, in irgendeiner Form ist man auch intuitiv, man folgt auch die eigenen Linien. Aber ich merke einfach für mich selbst, dass ich schon das Höchste leben möchte, das Luxuriöseste, ne, das Reichste. Und das ist immer oft eben in Zusammenhang mit anderen, wo ich auch immer mit Klaus, mit Samin, Regina, alle anderen, wo ich einfach, mich einfach als Teil des Ganzen sehe und Erkenntnisse bekomme über meine tägliche Möglichkeit, die ich sonst allein nicht bekommen würde. Ne? Und deswegen diese seit Jahrzehnten diese Einladung in Schulen, in nicht wo einer unterrichtet und die andere lernt, sondern in Schulen zusammenzukommen, wo jeder sich bewusst ist seines individuelle Meisterschaft, jeder ist ein Meister. Auch die, die anfangen, also wir schaffen ein Feld, wo jeder fühlt und sieht. Und dass damit diese Gesetze oder dieser Luxus des Lebens richtig, richtig schön auch gelebt werden kann. Ne? Sonst, ich meine, Luxus hat es natürlich nicht unbedingt einfach mit Geld, was auch okay ist, aber Luxus ist einfach Bewusstsein, ne? So hohe Form des Bewusstseins, der Schöpferkraft, des Genuss, im Gleichgewicht sein und eben so, dass wir die alten Sachen erledigen und so im Gleichgewicht sind, dass wir einfach glücklich sein können, zufrieden sein können und ja, und unser Weg einfach auch zu gehen. Ne? Das, ja, ich denke, das ist, was wir eigentlich tun. Ne? Ja. Ja, es läuft halt oft unbewusst, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Man macht das, was die Eltern schon gemacht haben, das macht man dann weiter. Oder so ähnlich verhält man sich, wie du das auch vorhin gesagt hast. Und da gilt es halt genau hinzuschauen, was... Es gibt das gute Karma natürlich, die gute Wirkung, die man schon erfährt. Und es gibt genauso die Wirkung, die einem nicht gefällt. Ja. Und wenn man einfach weitermacht, wie man immer sich verhalten hat, wird sich auch nichts verändern. Also wir sind da schon selbst gefragt, dann auch neue Ursachen zu setzen für neue Resultate. Ganz bewusst. Und uns der Dinge bewusst zu werden, die noch nicht so ganz stimmig sind. Ja. Eben manchmal, wenn man im Heilbereich arbeitet, ne, habe ich einfach gesehen, manche Sachen erkennt man, zack, ist plötzlich Krankheit weg oder Schmerz weg. Und andere Sachen sind dann, ich nenne es Endnaturale, dass man einfach schon irgendwie eben auf einer Beziehungsebene zum Beispiel 3 Jahre leiden muss. Aber dieses Leiden ist einfach die Schulung und das Gleichgewicht für das, was man verstehen wollte, nicht verstanden hat und deswegen das sogenannte negative oder problematische oder die Körperimpulse einfach als gute Schule zu nehmen, am besten schnell zu lernen, schnell auszugleichen, was man unterdrückt hat und das ist auch eben für mich ein ja, ein Aspekt, dass es manchmal diese Gesetz von Ursache und Wirkung oder Karma auch ein bisschen länger dauert. Ne? Wenn jemand 3 Jahre, 10 Jahre irgendwie immer mit deinem Thema hat, man kann damit auch glücklich sein, indem man einfach diese Aufgabe, diese Scheißschule als ich akzeptiere es, weil ich damit etwas Neues lerne, und es lebe die Schule, weil ich damit
nach den 3 Jahren oder so was ganz Neues erkannt habe oder ausgeglichen habe. Ne? Und dass ich eben in nichts einfach einen negativen Aspekt sehe. Ne? Ja, wenn man das braucht, klar, dann geht man immer wieder durch die Wiederholungsschleife. Vielleicht hat man so ein starkes Ego oder was weiß ich, dass man da immer wieder durch muss und das natürlich Leid erschafft. Es ist aber in der Theorie möglich, das sofort zu verändern. Mit einer Entscheidung. Wenn man es erkennt, kann man es mit einer Entscheidung verändern. Ich habe in Facebook ein schönes Bild gesehen. Da ist das Gesicht von einem Kind, ne, der richtig so komisch guckt. Und da stand dran, ey Leute, wow, ich gehe jetzt, ich mache Selbstmord, ich scheide jetzt vom Leben und tschüss mit alle Probleme und dann scheiß schon wieder da und fängt alles wieder von vorne an und muss ich sogar als Kind mich damit auseinandersetzen. Ne? Ist das angekommen? Habe ich das? Ja, das sind dann so Hausaufgaben. Dass ein Kind total sauer, guckt total sauer. Mensch, ich dachte, mit dem Selbstmord hätte ich das Thema hinter mir gelassen, ne? Und jetzt muss ich das als Kind, muss ich noch Eltern, Schule und alles wieder ertragen, um mit diesem Thema bearbeiten zu dürfen und arbeiten zu können. Deswegen diese Bewusstseinsarbeit, ganz wichtig, sich Zeit zu nehmen, am besten eben in Schulen, in unsere Schulen auch, Institute, in unsere Fakultäten. Wir haben viele Fakultäten jetzt für unterschiedliche Bereiche. Jeder kann mitwirken und mitforschen, weil eben Intuition, intuitive Intelligenz ist die Grundlage der Wissenschaft. Ne? Und Intuition ist immer das Neueste, die neueste Erkenntnisse. Man kann alle studiert haben, Doktor, Professor, kommt ein Thema, Intuition gibt immer die neueste Lösung, was vielleicht noch nicht geforscht wurde, weil Intuition einfach immer alles liest, wenn es deine Aufgabe ist in diesem Kontext und immer up to date ist und das Neueste an Informationen bringt. Ne? Und deswegen ist diese Art der Forschung ist einfach für mich die Spitze der und die Sache ist so, jeder hat es. Also ich habe viele Leute sagen, ja, ich kann nicht oder so. Und dann in all unsere Gruppen plötzlich können die wundern sich, was habe ich gesagt, wow. Und die freuen sich und die Natur hat uns alles gegeben, um zu lernen und zu wachsen, um einfach göttlich zu leben, ne? Auch wenn es schwierige Lektionen gibt. Ne? Ja, du erschaffst halt in jedem Moment deine Zukunft. Wenn du dich ärgerst, erschaffst du eine ärgerliche Zukunft. Ja. Wenn du traurig bist, erschaffst du eine traurige Zukunft. Wenn du dir Sorgen machst, erschaffst du auch Sorgen in der Zukunft. Das ist halt so wichtig zu verstehen, dass es das einmal umzudrehen, das Ganze, und ins Glück zu gehen. Wenn du glücklich bist, erschaffst du auch eine glückliche Zukunft. Das ist, du denkst vielleicht, wenn ich das und das alles tue, dann bin ich glücklich. Wenn ich Lotto gewinnen habe, wenn ich das habe, du brauchst dich nur mit deinem Glück verbinden, dass du selber bist, mit deiner Liebe, mit diesen Qualitäten, die wir haben, damit zu verbinden, dich direkt damit zu verbinden, keinen Umweg mehr zu gehen über irgendetwas, was man braucht, um liebevoll zu sein, um glücklich zu sein, um friedlich zu sein, um kraftvoll zu sein, sondern sich direkt damit zu verbinden und in diese Energie einzutauchen. Das ist letztendlich der Trick. Das ist dieser Trick des Lichtanmachens, wenn es dunkel ist. Dann ist einmal den Schalter betätigen oder die Kerze anmachen oder was weiß ich und schon das Licht an. Die ganze Dunkelheit ist weg. Und es ist, es erfordert diesen Bewusstseinssprung, der natürlich in der Praxis nicht immer einfach ist, aber sind nur die eigenen Gedanken, die am Weg stehen. Also
Letztendlich ist es schon einfach. Wir denken nur, es ist schwer, und dann wird es auch schwer, weil so wie wir denken, so ist es. Eben, vielleicht, wenn eben das, was du gesagt hast, anstatt traurig zu sein, eben die Traurigkeit oder all diese Sachen dann einfach zu transformieren. Natürlich, wenn wir mal traurig sind, dann sind wir traurig. Ne? Wenn wir mal wütend sind, dann sind wir wütend, und dann dauert ein bisschen, dann ist es transformiert. Man hat damit was gelernt. Ne? Es geht einfach darum, so wie ich das verstehe, ist da stecken zu bleiben, ne? So in, oder das weiter zu produzieren. Ne? Ich habe in Freiburg eine Französin kennengelernt, das war vor 40 Jahren oder so. Die sagte immer, wenn wir sie getroffen haben, die vermisste immer ihr Freund, auch 10 Jahre später. Ne? Die hat immer über den alten Freund gesprochen und die ist einfach da stecken geblieben und immer vermisst und immer, okay, da natürlich, man lebt dann nicht, weil man immer der Gedanke auf das Vermisste geht, ne, oder die Traurigkeit. Ne. Ich denke, du hast einfach auch diese Energie, dann anstatt zu feiern und die Herausforderung anzunehmen. Wow, Freund ist weg, jetzt mal gucken wir rum, was da ist. Ne. Ja, oder ich kann auch alleine. Ne? Dann ist genau das ja gefragt wahrscheinlich. Es hat ja irgendwie einen Grund, dass es jetzt so gekommen ist. Ja. Und das geht auch als Single. Ich habe alles in mir. Ich brauche nicht immer diese bessere oder andere Hälfte unbedingt. Klar, es ist schön, wenn sie da ist. Es geht aber, es ist am besten, wenn zwei vollständige Personen sich treffen, die beide in sich vollständig sind. Ja, eben, jeder hat seine Momente, ne, und einfach die zu erkennen und zu genießen und die Herausforderung anzunehmen, genussvoll. Also ich bin schon, ich denke, genießen können wir auch in schwierigen Momenten. Ne. Es ist manchmal schwer und so, aber deswegen sage ich immer, bildet einfach Schulen, ne, so, oder Gruppen, nicht wo geredet wird, sondern wo jeder intuiert. In unseren Gruppen gibt es keine intellektuelle, ich habe gehört oder ich habe so, also jetzt machen wir das, weil es eine Sendung ist, Informationssendung, aber alles, was wir uns füreinander sagen und tun, das ist immer das, was wir gerade gefühlt haben, die neuesten Informationen, ist nie irgendwie mental. Ne? Also mental machen wir nichts. Ne? Wir haben auch im Moment zwei deutsche Inner Circle oder Mysterienschulen, wo wir einfach so, so handeln. Ne? Und innerhalb einer Stunde haben wir Erkenntnisse, die uns über super glücklich machen. Ne? Und das ist für mich Luxus. Und in diesen Zeiten, das können wir über ja, die Medien, steht alles zur Verfügung und der Schritt können wir einfach auch tun. Ne? Ja. Ja, wir haben großes Glück, wir haben den Jeet, der macht das schon seit 25 Jahren, der hat so viel Erfahrung. Also wir können alle, die daran teilnehmen, unglaublich viel lernen, in jeder Einzelnen. Also wenn wir uns nur eine Stunde treffen in so einem Inner Circle, in so einer Gruppe, da kommen alle hinterher anders heraus. Also völlige Verwandlung. Man kommt da rein, zerknirscht und hinterher sind alle glücklich. Was diese Glück, diese Gruppenenergie erschafft, ne? Und du führst das auch sehr gut, Jeet. Und du siehst ja auch diese Dinge, also die Intuition, ich übe da auch noch sehr, mir fällt das gar nicht so leicht, aber Jeet, der hat das so im Blut, das ist wirklich eine große Chance, kann ich nur jeden ermutigen, daran teilzunehmen und sich zu melden, weil da sind noch Plätze frei, auch in der Wertschätzungsgruppe, einfach mit Jeet Kontakt aufnehmen oder vielleicht auch hier im Chat, ich weiß nicht, wie das am besten ist, Jeet, dich zu kontaktieren und dann könnt ihr da teilnehmen und das mal ja, testen, wie es für euch ist. Ja, eben, das ist, man sagt, ich bin von Kopf bis Fuß
darauf eingestellt, ne, auf Meister zusammenbringen. Ich habe das auch im Fernsehen, ich habe so viel Erfahrung. Ne. Natürlich sind viele, die einfach etwas Eigenes entwickeln, diese großen Meister oder diese großen Wissenschaftler und Forscher. Und ich habe darauf verzichtet, etwas Eigenes zu entwickeln. Und also das heißt, ich bin sozusagen der größte Schüler. Ne? Weil jeder, der kommt, wow, gucke ich einfach, Mensch, was für ein Mensch ist da. Mal gucken, welche Schätze da sind. Und diese Schätze schaffe ich einen Raum, wo jeder seine Schätze geben kann. Das Beste von sich. Wo man sich einfach wundert, Mensch, ich wusste nicht, dass ich so gut bin, dass ich so diese klaren Informationen bekomme. Und ja, und das ist für mich nicht so ein Feld zu erschaffen und die Ehre zu haben von den Leuten, die kommen und die bereit sind, das Beste und das Höchste von sich mit uns zu teilen. Das ist für mich das Paradies. Ne? Und deswegen... viele wurden, Jit, was machst du? Keine Ahnung, was ich mache. Ich schaffe Räume, wo jeder, egal wie groß, wie klein, seine Möglichkeiten einfach multiplizieren kann. Ne? Und was ich davon habe, ja, es ist einfach in dieses Feld zu sein. Für mich ist Luxus, so zu leben. Ne? Ja. Und das mache ich natürlich in totale Hingabe und Freude. Ich muss nichts machen, ich kann die Sachen tun. Nur eben allein auf einem Berg meditieren oder in eine Höhle, wo es so viel zu entdecken gibt und so viel zu co-kreieren gibt, das könnte ich nicht. Ne? Dann kann ich in die Existenz wieder zurückgehen. Ne? Ja, mal gucken, ob es Fragen gibt. Ah, meine Schwester sieht sich das an. Oh, sie versteht ja nichts. Doch, ein bisschen Deutsch versteht sie. Ja, schön. Ja, wir können ja in eine Erfahrung reingehen davon, dass wir alles in uns haben. Das finde ich wichtig. Dass wir diejenigen sind, auf die wir immer gewartet haben, dass wir das Selbst sind. Und uns anfühlen können. Wir können uns natürlich auch verbinden, das mache ich gerne, jedenfalls auch mit der höchsten Kraftquelle, um Energien aufzunehmen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir uns mit unserer Vollkommenheit verbinden. Dass wir in uns alle Schätze haben, die wir benötigen. Dass wir Zufriedenheit in uns haben, ein Wesen voller Zufriedenheit. Voller Glück. Ja, mach mal eine Erfahrung, ne? Vielleicht. Ja. Na, vielleicht eben, ist natürlich, die Erfahrung, die machen wir immer in der Gruppe, weil wir teilen das dann mit. Aber einfach so eine Möglichkeit ist jetzt, fühle einfach deinen Körper und fühle einfach in deinen Körper, wo du jetzt Energie im Überfluss hast. Ne? Das kriegst du gleich mit. Ne? Ob das jetzt die Hände sind oder die Füße, die sich bewegen wollen, die Haare, die Antennen wirken, der Bauch, der einfach etwas... ja, und fühle einfach, welche Art von Energie du jetzt aus dieser Stelle im Körper gerne bewusster ausstrahlen möchtest. Ne?
auch wenn es erstmal als negative Energie aussieht, auch wenn das eine Wut ist, wenn du nicht stecken bleibst, dann die Wut ist einfach eine Energie. Wenn du weitermachst, dann siehst du oder kriegst du einfach mit, dass es vielleicht eine Sehnsucht ist, die du nicht lebst oder irgendwas Gutes, ne, was du zurückgehalten hast. Ne? Deswegen immer so lang weiterfühlen, bis du zufrieden bist mit dir. Ne? Und ja, und der Körper sagt uns praktisch jeder Moment, sagt uns, was wir kreativ machen können. Ne? Und wenn du etwas gespürt hast, kannst du es gerne in den Chat schreiben. Und jetzt oder später. Und ja, und das ist, was die Natur dir jeden Tag schenkt. Die Natur, dein Körper, an Informationen, die einfach zwar intuitiv sind, die kommen nicht aus der Luft, sondern die kommen aus deinem Körper, aus deinen Organen, nicht aus deinem Gehirn, der einfach nur eine Maschine ist, sondern aus deinem, aus da, wo die DNA-Informationen deine Ahnenreihe oder tausende von Jahren gespeichert hat. Ne? Und dann aktiviert sich die Haut, oh, Gänsehaut oder Glücksgefühl oder was weiß ich was, rot werden, blau, in irgendeiner Form. Ne? Und das ist eine der vielen Möglichkeiten, die wir einfach anwenden, aus diesem Erfahrungsschatz, wie einfach es ist, ja, Bewusstsein zu erschaffen. Ne? Schön, haben wir gut gemacht. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel im Rückenbereich, Lendenwirbelbereich. Ja. Was würdest du da mir empfehlen? Lendenwirbel. Ja, normalerweise, wie gesagt, das bräuchte man schon, damit es gut gemacht ist, schon eine Stunde. Aber jetzt sind gerade gleich Informationen gekommen. Also ich kann, jeder kann, nach 5 Minuten oder so, oder ein paar Treffen, wenn wir das schulen oder tun, lesen in die Wirbelsäule. Also was ich gesehen habe, das ist einfach, sind zwei aus der Ahnenreihe, egal welche, es geht um die Energie, zwei Menschen. Erstmal kamen zwei Männer, war unsicher, doch ein Mann und eine Frau, die sich nicht entschieden haben. Ne? Mhm. Und es ging immer darum, soll ich das machen oder soll ich das machen? Ist das gut oder ist das schlecht? So etwas, so dass die Dualität sich ein bisschen in irgendeiner Form sich festgefahren hat. Und man hat immer links geguckt oder rechts geguckt. Und natürlich die Lösung ist nicht eins, nicht zwei, sondern immer drei. Ne? Das ist immer die Zusammenarbeit von eins und zwei. Und da kriege ich einfach mit, dass eben ist eine, ist nicht Unentschiedenheit, sondern ist so eine Unsicherheit, mir kommt jetzt nicht das richtige Wort, aber es wird schon kommen. Und die Lösung könnte zum Beispiel sein, wenn du irgendwelche Spiele machst, wo du eine Entscheidung treffen musst. Zum Beispiel, sag jetzt eine Zahl. Ne? 3. Jetzt noch eine. 7. Jetzt noch eine. 11. Okay, wenn du dich steigerst, am Anfang war ein bisschen unsicher, dann ein bisschen sicherer, dann ein bisschen sicherer. Also eine Übung der Freude an Entscheidungen zu treffen, die sowieso nicht viel sind, nicht Entscheidungen, wo man stirbt oder lebt oder so, sondern
ein Spiel der Entscheidungen, wo du wo du nicht mehr rechts oder links gucken musst, ne? Oder soll ich, also diese Unsicherheit, ne? Und wenn du diese Übungen machst, dann entspannt sich dieser Zweierkampf oder zwei und entspannt sich und die Wirbelsäule, der Fluss, wie heißt das, der Liquid, entspannt sich und der einfach mit der Seele verbunden ist und gibt ja dann die Information, jetzt brauchst du diesen Druck nicht mehr, diese Erinnerung nicht mehr in der Wirbelsäule, im Lendenbereich und dann sagst du, danke, dass ihr mich daran erinnert habt, ja, ich möchte diese klare Entscheidungskraft treffen. Ne? Heute, ich gehe jetzt einkaufen. Oder ich einfach chaotisch, ohne viel zu denken. Ne? Oder ich gehe dann mal mit dir auf Sendung, Gene. Ich entscheide mich dann mal für Sendung. Ja. Ist doch auch gut. Ja, wie fühlt sich das an jetzt? Also der Körper gibt immer eine Antwort, ob das Thema ist, gibt es immer eine kleine Erleichterung, aber in dem Moment, wo man das anwendet oder täglich solche Übungen macht, dann entspannt sich das vollständig. Das ist meine Erfahrung. Ne? Rechts hat sich das entspannt und links ist es immer noch da. Okay. Also links ist irgendwie noch was. Vielleicht also, ein bisschen Übung. Ja, rechts war der Mann, ne? Und links war die Frau. Ne? Also die Frau streitet immer noch oder will noch, hält fest an ihre in einem Bereich. Ne? Ja, ich würde dann das jetzt nicht weitermachen, weil es geht in einen privaten Bereich. Ne? Und das machen wir dann in unsere private Gruppen. Also unsere Gruppen sind privat. Hier ist einfach, wir geben immer nur die Informationen, aber alle Gruppen sind dann privat. Wir sind immer 4, 5, 6, 7 höchstens. Ne? Diese Luxus leisten wir uns. Und ja, und da ist eine andere Schwingung, dass wir auch in andere das sagen können, was wir manchmal öffentlich nicht sagen wollen. Ne? Ja, fühlt euch herzlich eingeladen dazu. Und bleibt in der Bewusstheit mit allen Entscheidungen eures Lebens, dass die alle eine Wirkung haben werden. Alles, was ihr jetzt entscheidet, wird eine Wirkung haben. Es macht Sinn, nicht großartig lange an Ärger, Wut und so weiter festzuhalten, sondern gucken, dass man das transformiert im Leben, ist auch sehr wichtig. Wünsche ich euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mit dazukommt zu unseren Gruppen. Kann ich euch nur sehr empfehlen. Jeet macht das wirklich ganz toll und wir haben auch schon Erfahrungen gesammelt in den Gruppen. Also es sind wirklich Gruppen, von denen ihr profitieren könnt. Hat das ein guter Impuls gegeben? Ja, treffen wir jetzt eine Entscheidung. Wir brauchen das nicht zu sagen. Ihr könnt das schreiben oder einfach nicht. Jetzt eine Entscheidung treffen. Das ist ein guter Impuls. Jetzt treffen wir eine Entscheidung. Wir treffen eine Entscheidung. So wie wenn ein Sternschuppen kommt, müssen wir jetzt schnell sagen, was wir uns wünschen. Was natürlich von Seele aus die Seele sich auch wünscht. Jetzt.
Ja, dein Wille geschehe. Ja, schön, ne? Sehr schön, vielen Dank, Jeet. Ja. Und bis demnächst. Das ist auf die Seite GTV. Ihr könnt ihr abonnieren. Aber ihr könnt auch selber auf Sendung gehen. Wir haben immer viele Sendungen, die kriege ich jetzt gar nicht mehr mit. Die eine Gruppe, weil jeder hat seinen Schlüssel und geht einfach selbstständig auf Sendung. Ne? Aber das sind die Themen, sind einigermaßen ergänzend. Dankeschön und bis dann. Danke, Klaus. Tschüss, schönen Abend. So.